Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine Limited Edition von Lookfantastic bei mir eingetroffen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und wer diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß ganz genau, dass ich tierisch scharf auf diese Box bin. Und zwar ist es die Lookfantastic X Iconic London Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum ich so scharf auf diese Box bin? Naja, weil ich eigentlich schon so seit Monaten darauf hinarbeite, dass ich quasi irgendwann ein Full-Face Iconic London für euch habe. Das ist eine Marke, die sehr, sehr hochpreisig ist, deswegen kostet diese Limited Edition auch tatsächlich 55 Euro, aber mit Claudi Welt, das ist mein Code, den ich halt dort habe, bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei und da habe ich euch ja, die Box definitiv verlinkt, die könntet ihr dann auch am besten darüber bestellen. Das wäre ziemlich cool, weil darüber würdet ihr mich auch supporten. Also, ich bin scharf auf die Box und habe hier auch schon so ein bisschen was zusammen gesammelt und habe auch eben gemerkt, okay, also was mir fehlt, ist definitiv ein Eyeliner, ein Concealer, die Mascara, die ich habe, die ist, glaube ich, nicht mehr ganz so fresh. Ja, ein Puder wäre ganz geil, ne? Also das bräuchte ich halt auch mal. Und was hatte ich noch? Ein Lip Liner vielleicht, ne? Wenn sowas irgendwie auch noch irgendwo mit dabei ist. Ansonsten habe ich mein Fullface nämlich schon steht hier und möchte dann demnächst mal abgefilmt werden. Ich freue mich schon richtig drauf. Aber hier haben wir dann die Limited Edition und da haben wir die Produkte drin. Das ist nur so ein Schieber, ne? Das haben wir in letzter Zeit jetzt öfters bei den Boxen, weil das auch irgendwie ressourcenschonender ist. Da werden einfach die alten Beauty-Boxen halt weiterverwendet, um da einfach den Schieber drüber zu machen. Muss nichts Neues produziert werden, finde ich ganz cool, zumal die Lookfantastic Beautybox auch generell umgestellt hat und halt darauf verzichtet, das Ganze in diesen Boxen zu versenden. Ich habe jetzt einfach mal den Deckel entfernt. Da steht drin, we want you to feel inspired. Also wir möchten, dass du dich inspiriert fühlst. Definitiv. Dann habe ich hier gleich zweimal ein Kärtchen drin, Lookfantastic X Iconic London. Da kann man dann den QR-Code scannen, um da entsprechend die Informationen zu den Produkten zu bekommen. Wir gucken jetzt rein, ne? So. Hier habe ich den Blick in die Box. Da habe ich jetzt zuallererst eine Eyeshadow-Palette mit 4 Fändchen drin. Und ich habe auch eine Iconic London Eyeshadow-Palette. Ich weiß gar nicht, wo die mal mit dabei war. War die in einem Adventskalender sogar drin? Und hier sind ja 4 Töne. Oder kannst du aber auch einen schönen Glam-Look mit schminken. Ich habe heute auch einen recht dezenten Look drauf, aber den hätte ich hiermit auch definitiv machen können. Weil du hast hier diesen hellen Mattenton und den dunklen Mattenton, wo du dir einfach das Lid setzen kannst und den halt so in die Lidfalte, vielleicht den auch so ein bisschen die beiden miteinander gemischt, um das Ganze auszusoften, ne? Und dann Stone auf das komplette hier so, auf die innere Geschichte und Thunder, den Donner, schön nach außen. Das geht auf jeden Fall klar. Nee, finde ich schön. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern diese Töne auch schon in meiner Palette drin sind, weil die ist riesig, ne? Wie gesagt, die hatte ich mal irgendwo im Adventskalender. Nee, da habe ich nicht so die kühlen Töne drin. Also der, da würde mir nämlich auch so ein kühler, dunkler, matter Ton fehlen. Ne? Da habe ich nur den Deep Soul. Der ist sehr warm. Ja, mal gucken, ob ich die beiden einfach mal kombiniere. Ne? Jetzt habe ich das hier auseinandergefriemelt. So, das nächste ist hier drin die Triple Thread Mascara. Richtig cool. Die ist riesig, ne? 9 Milliliter. Und wie gesagt, die ich habe, die ist schon irgendwie recht eingetrocknet. Und wenn ich dann mein Fullface schminke, möchte ich natürlich auch frische Produkte verwenden. Die Verpackung von Iconic London. Schaut euch die an, ne? Dieses Goldene, das ist so edel. Aber wir haben halt auch wirklich High-End, ne? Also das ist jetzt nicht so Larifari. Ach so, die ist generell so. Okay, das ist ein Gummibürstchen. Und sehr, sehr schmal, aber damit kriegst du halt auch wirklich, dass du bis zum inneren Inner Corner gedönst und auch deine Wimpern getuscht bekommst und so. Ich meine sogar, als ich die angewendet habe, dass ich richtig, richtig schöne Vava Room Lashes damit bekommen habe. Finde ich grandios. Also die wird dann auch auf jeden Fall in Anwendung genommen, eine frische Mascara. Dann habe ich hier ein großes Produkt drin und zwar das Prep Set Glow mit 120 Millilitern. Ich meine, ja, Original. Das ist das, was ich letztens auch mir bei Lookfantastic schon bestellt habe. Das habe ich in der kleinen Version und das hier ist die große Variante davon. Ich liebe es einfach. Ich kann nicht anders als so zu machen, ne? Und euch dann diesen wunderschönen Dust zu zeigen. Wie dieser Nebel da so durchgeht und dieses Schimmer. Und wenn ich die Flasche bewege, bewegt sich das, was da drin ist, halt so mit, als hätte das irgendwie ein Eigenleben. Total cool. Also, ja, sowas ist halt, kannst du verwenden als Primer. Hey, dann habe ich hier sogar einen Primer.
Das ist ja cool. Als Primer verwenden, genau, dass du es halt unter deinem Make-up aufträgst. Dann kannst du das verwenden, um zum Beispiel deine cremigen Texturen miteinander verschmilzen zu lassen oder auch um deine pudrigen Texturen zusammenzufügen mit deinen cremigen Texturen. Und dann am Ende natürlich, um das Ganze zu fixieren und Glow zu geben. Richtig, richtig cool. Als nächstes habe ich hier etwas drin und zwar ist das der Enrich and Elevate Eyeliner. Richtig cool, hat mir noch gefehlt. Ist auch schön schwarz. Das finde ich großartig. Ein Eyeliner. Ich mag Eyeliner. Ich trage immer irgendwie Eyeliner. Das muss auch sein. Also hier habe ich einmal eine Filzstiftspitze. Die schaut einmal so aus. Sehr, sehr cool. Was ist denn auf der anderen Seite? Ach was. Was ist das denn für eine witzige Form? Guck mal. Mit so einem Bubbel. Und dann ganz spitz nach vorne zusammengehend. Das ist natürlich extrem, ne? Damit kannst du ganz präzise und ganz nah an deinem Wimpernkranz arbeiten. Richtig cool. Und wenn du es dicker haben willst, dann nimmst du die andere Seite. Das finde ich schön. Herzlich willkommen bei mir. Du kommst jetzt auch in mein Full Face. So, dann habe ich hier einen Blush drin. Den müsste ich aber tatsächlich schon haben. In der Farbe Rose Riot Sheer Blush. Das ist dieser hier. Das ist in einer Tube drin. Ja, genau. Ist aber eine wunderschöne Farbe. Und diese ganzen Cream Blushes und Liquid Blushes sind einfach aktuell ja auch total angesagt. Ne? Weswegen das durchaus Sinn macht, dass der hier auch mit in der Box drin ist. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und das hier dürfte dann das letzte Produkt sein. Das ist ein Lippenprodukt. Und zwar Feeling It, also man fühlt es einfach, Lip Plumping Glow. Schön. 5 ml sind hier drin. Das sind wirklich Full-Size-Produkte. Das finde ich echt toll. Also es ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Schöne Farbe. Oi. Ein tolles, zurückhaltendes Tönchen, womit man halt wirklich auch einen schönen Hollywood-Look mitschminken kann. Oh. Und dann hast du diese edlen Produkte, machst diesen Glow mit den Produkten auch auf dein Gesicht. Und ich glaube, das kommt ganz gut. Und ich, klar, kann nachvollziehen, dass die hier keinen Concealer reinpacken oder so. Halt Sachen, die irgendwie abhängig von der Hautfarbe der Person sind, die die Box halt erhalten und auspacken, ist klar, ne? Aber das, was hier jetzt so drin ist, hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich habe so Bock, endlich mal ein Fullface Iconic London zu schminken. Ich weiß gar nicht, ob ihr genauso hyped drauf seid wie ich. Ich feiere das halt tierisch, ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei, wenn euch die Produkte interessieren, wenn euch die Box interessiert oder wenn ihr generell Bock habt, einfach mal bei Lookfantastic vorbeizuschauen, denn mit Claudi Welt könnt ihr dort halt generell immer wieder sparen. Sowohl auf die Limited Editions, als auch auf die Abo-Box, als auch auf irgendwann, es ist Hochsommer, ich weiß, irgendwann kommt ja auch der Adventskalender, da wird dann auch noch was Schönes kommen, dementsprechend ist es auch ganz cool. Und die haben ja auch einen riesigen Online-Shop mit so genialen Marken und so coolen Angeboten, ne? Also schaut da super gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr, sehr happy mit der Box und sehr, sehr froh, dass ich sie euch vorstellen durfte. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!